Hier hat die Polizei den 65-Jährigen gefunden. Doch der Mann aus Buchen in der Nähe von Heilbronn ist schon tot. Er war gerade auf seinem Morgenspaziergang, als ihn Elefant Benjamin angreift, gegen den Zaun schleudert. Warum, das kann keiner sagen. Kurz zuvor war Benjamin aus dem Zirkus abgehauen, doch wie, ein Rätsel. Also wir wissen eigentlich nur, dass er sich nicht selbst befreit hat. Das heißt, es ist Tür und Tor offen für Spekulationen. Für uns ist es so, dass wir uns an diesen nicht beteiligen. Allerdings wird natürlich gegen Unbekannt ermittelt. Es ist möglich, dass es sich um eine Nachlässigkeit handelt oder aber auch um eine absichtliche Freilassung. Elefant Benjamin. Nicht zum ersten Mal hat er einen Menschen angegriffen. Mal schleudert er einen Vater mit seinem Sohn durch die Luft, mal bricht er diesem 12-jährigen Jungen den Kiefer. Die Polizei sagt aber, bislang sei dem Besitzer kein strafbares Verhalten nachzuweisen. Die Tierschutzorganisation PETA dagegen wirft den Zirkusbetreibern schon seit langem vor, Benjamin nicht artgerecht zu halten. Das wollen sie auch mit diesen Videos belegen. Auffällig? Die ständigen Kopfbewegungen. Ein deutliches Zeichen seiner Unzufriedenheit, so PETA. Dieser Elefant ist natürlich durch seine unglaublich tierquälerische Haltung dort, teilweise in Ketten unmöglicher Haltung bei Minustemperaturen, bei kalten Temperaturen, auf dem Transporter etc. natürlich zu einer gewissen Gefahr geworden. Und deswegen haben wir seit Jahren an die Behörden appelliert, diesen Elefanten endlich sicherzustellen und aus dem Zirkus zu nehmen. Erst im April filmen die Tierschützer, wie Zirkusangestellte mit dem Elefanten spazieren gehen, auch auf einem Supermarktparkplatz. Immer wieder gibt es auch wegen dieser Ausflüge Anzeigen gegen den Zirkus, doch es passiert nichts. Vom Zirkus will sich seit dem Vorfall am Wochenende niemand äußern. In der Vergangenheit war das anders. Angezeigt werden wir öfter, aber die Anzeige kommt nie durch. Es kommt nie eine Anzeige durch, weil die Veterinäre kommen, die überprüfen das und sagen, das ist ja gar nicht so, wie das gestellt wird. Und trotzdem hat der Benjamin jetzt abgegeben. Seit gestern ist hier sein neues Zuhause, der Safari-Park Stukenbrock bei Bielefeld. Hier ist er auch nicht mehr allein. Besser so, sagen Experten. Sicherlich müssen die Elefantenhalter im Zirkus sehr, sehr viel tun, um eine vernünftige Haltung sicherstellen zu können, um die Anforderungen dieses hochsozialen Tiers Elefant auch wirklich zu erfüllen. Und aus meiner Sicht tun das längst nicht alle. In Buchen werden die Zirkuszelte derweil eingepackt. Hier gibt es erstmal keine Tiershows mehr. Hier wird um einen Menschen getrauert.